Ey yo, ich habe ein kleines Update für diesen YouTube-Kanal, also den Schniedel Woods YouTube-Kanal, den ihr gerade schaut. Wie die meisten von euch ja wissen, was war das? Wie die meisten von euch ja wissen, ist das hier nicht mein Hauptkanal. Das ist mein kleiner Nebenkanal neben meinem Hauptkanal Golden Tapes, wo ich seit mittlerweile ungefähr 10 Jahren oder so Freizeitpark-Videos in erster Linie mache. Und auf dem Golden Tapes-Kanal ist lange Zeit einfach alles gelandet, was ich mir ausgedacht habe. Also natürlich in erster Linie Freizeitpark-Content, aber auch so tägliches Gedöns, was man so gemacht hat und Skateboarding und Fingerboarding, alles was so gerade angestanden hat. Anstand. Und irgendwie in einer Phase des kompletten Überanalysierens habe ich mir dann mal gedacht, ich reduziere das jetzt mal runter, nur auf Freizeitpark-Videos und alles andere lagere ich aus zu einem anderen Kanal. Den Kanal, den ihr hier gerade seht, nämlich Schniedel Woods. Diesen Namen habe ich mir in diesem Zuge ausgedacht, weil funny, weil Schniedel Woods, das heißt quasi Pen. Und zum anderen, weil Wood wegen Fingerboard, Skateboard, Holz. Na, ihr wisst Bescheid. Also habe ich diesen kleinen Nebenkanal hier ins Leben gerufen und habe da mein ganzes Zeug hochgeladen, was halt mit diesen Themen zu tun hatte und was halt auf dem Hauptkanal nichts zu tun hatte. Jetzt ist es aber so, dass ich überall als Golden Tapes auftrete. Mein Golden Tapes Kanal, Golden Tapes auf Instagram, Golden Tapes auf TikTok. Wenn ich auf YouTube unterwegs bin, bin ich dort als Golden Tapes. Wenn ich kommentiere, like, was auch immer, bin ich Golden Tapes. Meinen Podcast hoste ich als Golden Tapes, Airtime Radio. Übrigens, hört da rein. Und nur hier auf diesem Kanal bin ich als Schniedel Woods, weil der einfach einen anderen Namen brauchte, um den Content zu trennen. Jetzt habe ich aber vor kurzem gedacht, irgendwie stört mich das schon seit dem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, das zu trennen, so ein bisschen, dass ich immer sagen muss, ja, ich mache auch Fingerboard-Content, aber auf einem anderen Kanal. Und ja, ich mache auch Skate-Content, aber auf einem anderen Kanal. Ihr müsst dafür den anderen Kanal gucken. Nee, das ist nicht mein Hauptkanal. Mein Hauptkanal ist der, weil der ist auch signifikant größer, jetzt wenn man das jetzt so rein an Followerzahlen und so festmacht. Und das war immer ultra verwirrend. Und da ich halt immer selber Videos geguckt habe und kommentiert habe und dann haben aber die Leute, bei denen ich kommentiert habe, überhaupt nicht gecheckt, dass ich auch Skate-Videos und Fingerboard-Videos mache, was auch immer. Und dass bloß nicht ein Subscriber etwas sieht, weswegen er nicht subscribed hat und so weiter. Nein, das ist mein Kanal. Golden Tapes ist mein Kanal. Ich bin Golden Tapes. Meine Sachen kommen auf diesen Kanal. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, Schniedel-Vlog und Fingerboard-Videos und Shorts und das alles wieder auf meinen Hauptkanal zu laden. Das heißt, wenn ihr jetzt nur hier subscribed seid und den Golden Tapes Kanal noch gar nicht kennt, dann müsstet ihr jetzt einmal umziehen und zu Golden Tapes rübergehen. Und da kommen nämlich in Zukunft die Fingerboards, Skateboarding, Shorts und Vlogs, rumhängen mit Leuten. Dieser ganze Content wird dann auch auf dem Golden Tapes Kanal stattfinden. In welcher Häufigkeit oder was auch immer, keine Ahnung. Das wird immer noch ein Freizeitpark-fokussierter Kanal sein, wo ich hauptsächlich Vlogs und Gedöns aus Freizeitparks und über Freizeitparks hochlade. Aber eben jetzt wird auch dieser Content hier, der hier stattgefunden hat, auch dort stattfinden. Bla bla bla, jetzt habe ich sehr viel gelabert dafür, um euch mitzuteilen. Abonniert Golden Tapes, um gar keine Videos mehr zu verpassen. Hier wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel passieren, weil, wie gesagt, ich diese Kanaltrennung somit aufhebe. Ich danke euch vielmals, dass ihr euch das jetzt hier angeschaut habt und falls ihr auch rüberkommt und dort auch abonniert, vielen Dank auch dafür. Ich streame auch auf Twitch, habe ich gerade gar nicht erwähnt. Golden Tapes unterstrich heiße ich da, weil Golden Tapes schon belegt war. Da gibt es auch alles Mögliche an verschiedenem Content von Gaming über Freizeitparks und so weiter. Habe ich jetzt alles gesagt? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ja, das war jetzt so ein impromptu Update-Video, Info-Video. Kommt rüber zu Golden Tapes. Wir haben eine gute Zeit. Kommt auf den Golden Tapes Discord-Server, discord.goldentapes.de. Da habe ich übrigens auch eine kleine Fingerboard-Corner eingerichtet. Wenn das euer Drive ist, dann schaut da auch mal rein. Jetzt vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Abonnieren und ciao. Wow, ich dachte gerade, ich hätte nicht gefilmt.